Die Touris sind bereit, um jetzt loszuziehen hier in Thailand. Tag Nummer, keine Ahnung, vier. Also heute sind wir alleine unterwegs, ohne unsere deutschsprachige Reiseführerin Nu. Und wir freuen uns riesig darauf, denn heute hat Justus den gesamten Tag geplant. Wir sind sehr gespannt. Erstes Ziel ist... Ich habe einfach das Navigationssystem einfach gecheckt und mal guckt, was hier für tolle Shops gibt. Komm, schiebe mal. Ja, ach so, gut. Also wir gehen jetzt. Ja, wir gehen jetzt. Und zwar das erste Ziel, 7-Eleven. Da bin ich sehr gespannt, was es da so alles gibt. Da gibt es ja alles. Ein Drogeriemarkt hier in Thailand. Nein, alles gibt es da. Ein Markt mit, ja, supermarktmäßig, auch mit Essen und so. Wird immer geholfen. Sonika. You can put like this. Once you have to bring Buddha in there, like this. Batting Buddha. Ah, was man das okay. dafür machen? Once a year, we bring a Buddha in there for the shower Buddha. This okay. one for the, like a tiny India. Yeah. Mm-hmm. You can do it like this. Einmal Buddha baden. Sehr gut. Elisa auch? Bestimmt, oder? Kommst du ran? Bitte helfen. Gut. Gut gemacht. Ja, wunderschön. Guck mal, die wurden jetzt auch gefaltet, ne? Mhm. So wie wir das auch gemacht haben. Ja. Und diese Orchideen muss ich nochmal zeigen, wie krass die hier wachsen. Wir sind da. Das erste Mal ein Besuch im 7-Eleven. Ich bin gespannt. Hier ist auch schon das Essen. Johann? Das ist so dieses Fertigessen, weißt du, was man ganz schnell in der Mikrowelle machen kann. Oh, hier gibt es noch mehr Essen. Oh mein Gott. Es gibt Sandwiches. Hier gibt es solche, ich weiß nicht, ob das süß ist. Ich glaube, das ist mit süßer Füllung. Bauze ähnlich. Oh, Johann! Ja, wir sind immer... Ich nehme das hier. Oh mein Gott, okay. Ey, wir müssen hier alles einkaufen, Johann. Genau, und dann probieren wir etwas. Das. Guck mal her. Warte mal hier. Ach krass, hier, guck mal. Oh mein Gott, ich habe noch nicht alles gesehen, aber hier gibt es auch Tee, hier gibt es Eis. Kann man sich auch Getränke mischen. Justus hat ja nicht verstanden, warum ich hier hin will. Ach, vielleicht versteht er das ja jetzt gleich. Ich glaube, er versteht es trotzdem nicht. Johann, komm. Oh, meine Lays. Es gibt meine Lays. In Deutschland gibt es die ja nicht mehr. Ausrasten, Johanna, ausrasten. Ausrasten. Also, Lays. Justus, hier gibt's Lays. Ja. Hast du gesehen schon? Nein, ich hab schon gesehen. Oh mein Gott. Es gibt wieder andere Sorten hier, ne? In Thailand, ganz klar. Hier gibt's so thailändische Sorten. Ist das etwa Papayasalat? Sorte Papayasalat? Warte mal hier. Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Weiß ich nicht genau. Wir müssen alles auf jeden Fall ausprobieren. Aber Papi hat schon gesagt, wir dürfen nichts mitnehmen, oder was hast du gesagt? Wir sollten ein bisschen was zu essen mitnehmen. Wir dürfen doch mitnehmen? Ja, also jetzt nicht viel. Wir können nochmal nachher vorbeikommen. Ach, guck mal, das ist so XXL. Ja, aber hallo, es ist ja sehr heiß draußen. Jetzt nicht irgendwie was Schokoladiges oder so kaufen oder ein Joghurt, das ist jetzt vielleicht. Ich nehme das alles mit. Ja. Guck mal, hier gibt es sogar kleine Desserts abgepackt. Wie krass ist das? Guck dir das mal. Ist das etwa ein Crepekuchen? Ich glaube es nicht. Ja? Ist das ein Crepekuchen, Leute? Oh, das muss ich mitnehmen. Gibt es noch einen größeren? Gibt es noch mehr 7-Eleven? Davon gibt es ja ganz viele. An jeder Ecke. Hier gibt es jetzt ernsthaft wirklich Dumplings abgepackt. Die kann man einfach schnell erwärmen. Oh, Burger. Guck mal, es gibt Burger.
Wurst, Würstchen. Hm? Papi hat gesagt, nicht mitnehmen. Alles, was nicht kühl ist, dürfen wir nicht mitnehmen. Ja, das ist das Reis. Es gibt hier einfach Reis. Oh mein Gott, ist das lecker. Guck mal, hier gibt es deine Lieblingsfarbe. Das ist so eine Suppe. So viel tolles Fertigessen. Das ist Butter. Gibt es auch Sorten, die wir gar nicht kennen? Oh mein Gott, Johann. Zum Beispiel das hier auch. Was ist denn das? Quattro Cheese. Und das hier auch. Lass uns das einpacken, wir müssen es zu Hause probieren. Johann rastet aus. Lass uns hier alles einpacken. Genau. Ja, wir müssen jede Sorte probieren. Das sowieso. Das hier, das war doch lecker. Soll ich wirklich von jedem eins einpacken? Ich weiß nicht, was Papi geplant hat. Eigentlich wollte Justus ja jetzt mit uns eine Tour machen, eine Tagestour machen. Deswegen sollen wir das, glaube ich, jetzt noch nicht kaufen. Lass uns das sonst... Heute Abend. Genau, heute Abend gehen wir hier nochmal hin und kaufen hier alles ein. Und dann... Essen wir alles zu Hause. Müssen wir alles probieren. Genau. Und dann alles. Noch viel mehr für Deutschland auch noch mitnehmen, genau. Weißt du? Oh, Koala. Aber in Bitterschokolade ist das, ne? Das ist dunkle Schokolade. Hier gibt's die. Guck dir das an. Es gibt hier Toilettenpapier. Habe ich dir schon erzählt, wie das mit Toilettenpapier hier ist? Guck mal, wie teuer das ist. Warte mal. 21 Bar. 57 Bar. Also du musst das ja alles ungefähr durch 37 rechnen, dann weißt du, wie viel Euro das sind. Da ist Schokolade drin. Das könnt ihr jetzt gleich essen. Instant Kaffee. Das schmilzt alles. Lara, komm. Was von den beiden? Was gibt's denn da? Zeig mal. Das hier noch Fleisch. Getrocknetes Fleisch. Getrocknetes Hühnerfleisch. Welches von den beiden? Getrockneten Fisch mag ich auch total. Ja, es schmeckt. Was denn? Kinder Bueno Wei. Ja, extra für dich. Ja, bist du auch glücklich, ne? Oh, Entschuldigung, klar. Und den hier auch? Lass uns den auch probieren. Schokolade. Ne? Nüsse. Du darfst ja einfach alles aussuchen. Heute Abend hole ich mal. Ja. Heute Abend kommen wir nochmal, ne, Papi? Justus? Ja. Versprochen? Ja. Oder ist das nur ein. Nein, wir kommen hier nachher nochmal vorbei. Okay, also wir nehmen auf jeden Fall was Kühles zum Trinken mit. Ja, ja. Kommt. Das hier ist auch zur Abkühlung. Das hier ist. Das ist nichts zur Abkühlung. Das ist ein Snack. Johann, das ist nichts zur Abkühlung. Das wollte ich jetzt gleich essen. Das hier ist ein Snack und das. Aha, wir beide hatten noch kein Frühstück. Ja. Willst du die nicht auch schon reinpacken, damit wir zusammen essen können? Oder kannst du schon filmen? Ja, stimmt. Ja, ist warte, auch. Aber ich will auch noch was zu trinken. Hier, kann man auch, das sind die gleichen Holzrolle quasi. Aber auf was Scharfes habe ich jetzt keine Lust. Das ist nicht scharf, glaube ich. Sicher? Nee. Ich will lieber so ein Dreieck. Okay. Hier gibt es so Tees. Ich glaube, ich nehme mir so ein... Oder hier was zu trinken. Was wollt ihr trinken? Du musst ja auf jeden Fall noch was zu trinken mitnehmen, Johann. Danke. Welche Sorte ist denn das? Weißt du gar nicht, ne, Johann? Doch, da sind ein paar Eier drin. Hey, guck mal, hier, kann man sich hier die Rahmen machen? Oder? Ja, du sollst dir die Rahmen nehmen und dann da heißes Wasser und dann hast du Rahmen fertig, kannst du essen. Ist okay, wenn ich jetzt... Nein, wir essen ja jetzt Level heißt hier. Ja, genau. Ich wusste es, dass es euch gefällt. Okay, Papi will lieber die normalen. Genau. Ja, eigentlich schon. Dann kannst du einfach so Rahmen kaufen und dann kann man ja. Dann einfach heute Abend hier schnell hingehen, dass er auch ist. Ja, dann geht's los. Das machen wir. So, jetzt aber noch was zu trinken. Komm, wir müssen jetzt wirklich was zu trinken noch stimmt, mitnehmen. Stimmt, komm, und ich kann dir dann einfach losgehen. Op, 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 op. Sprudelwasser ist ja auch schlecht zu bekommen. Toilettenpapier wollte ich noch erzählen. Ne? Also in Asien ist es eigentlich so, dass man sich... den Poppes nicht abwischen mit Toilettenpapier, sondern man hat diese Popo-Duschen und damit macht man sich eigentlich sauber. Das heißt, Toilettenpapier soll man hier in Asien auch gar nicht in die Toilette schmeißen, weil das auch gar nicht dafür ausgelegt ist, dann verstopft es ganz schnell. Und deswegen ist Toilettenpapier allgemein sehr teuer und rar. Tasche? Ja, man kann sich hier auch mit Händen und Füßen verständigen. Ich auch gestern mit Justus gesprochen. Ne? Also hier kann man wirklich ganz toll als Touri herkommen, ohne ein Wort zu kennen. Wir lassen gleich das Reis rein. Ja, wir essen nicht. Also für Mama, pack mal für Mama aus, bitte.
da, Pull, hier runter, runter machen. Okay. Und das ist noch hier. Da. Ein Teil. Oh, wir stehen hier im Weg. Guck mal, die wollen hier Geld abgeben. Ist nicht gut, wenn wir hier stehen, glaube ich. Oh, oh, das liegt Geld. Wo liegt Geld? Hier. Oh, hier ist Money. Hier ist Money. Oh. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ist ja nicht ganz rausholen, oder? Doch. Ja, fehlt ja die Hälfte. Komm, geh, beiß rein, los. Nee, das für dich? Nein, los. Nimm das da. Beiß rein jetzt. Mhm. Gut. Was ihr trinken? Ich auch. Das nenne ich Frühstück. Nee, du hast ja Löffel drin. Ich habe ja nur Eier drin. Der schmeckt besser. Schmeckt's? Ja. Yeah. Was ist das? Das ist nichts mit Deutsch. Nee, das ist eher so Fisch, ne? Ja. Nein? Aha. Die sind wir gestärkt? Für den richtigen Aufflug.